Guten Morgen von Meer aus quasi. Ja, wir haben die erste Nacht auf der Navigator of the Seas hinter uns und haben heute Seetag. Ja, und ich bin hier jetzt an meinem absoluten Lieblingsplatz. Das war übrigens auch schon auf der Liberty of the Seas, weil da gibt es das auch. Und zwar könnt ihr hier auf diesem Schiff, was nicht mehr auf vielen Schiffen überhaupt so ist, bis ganz nach vorne laufen zum Bug. Hinter mir ist der Helikopterlandeplatz, wenn mal Notfall sein sollte, wird hier der Helikopter landen. So, aber ansonsten sind hier Bänke und sowas rundherum. Das heißt, ihr könnt hier schön die See genießen, also das Meer genießen. Und es ist hier meistens richtig leer. Also jetzt zum Beispiel ist es zwar noch relativ früh morgens, wir haben es jetzt glaube ich gleich an die 9 Uhr, wenn ich es jetzt noch richtig habe. Das heißt, es ist noch nicht so ganz spät. Aber auch gestern beim Auslaufen, dann eine kurze Zeit später waren wir hier, da waren nur so ein paar Leutchen hier. Also hier habt ihr wirklich meistens eure Ruhe. Ja, wir haben jetzt gerade auch schon gefrühstückt. Ich blende euch natürlich gleich im Nachhinein noch ein bisschen was ein, was wir da so hatten und wie es da so war. Gleich gehen wir zum Eislaufen. Ja, auch das geht hier, wie auf vielen anderen Royal Caribbean Schiffen. Und was wir sonst noch so machen, ja mal schauen. Wir lassen uns dann so ein bisschen durch den Tag treiben. Heute Abend ist so ein bisschen Gala-Abend, sprich alle ein bisschen feiner. Ja, und was wir heute sonst noch alles so machen, da nehme ich euch natürlich jetzt mit. Thank you.